So, hallo, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Sonic Generations. Wir sind hier nach wie vor in der, City Escape. Und wir machen hier gerade die Mission fertig. Drunter und drüber, komme über horizontale Stangen und Wirbelplattformen zum Ziel, ehe die Zeit abläuft. Mit anderen Worten, viel Jump'n'Run. Hier stehe ich auf die Musik. Ich mag die Musik in der Stage. Wo wollte ich doch gar nicht hin? Vielleicht schalten wir auch das Original frei von der Hand. Ich weiß es nicht. Könnte gut sein. Würde ich nicht passen. Hilfe! Es bricht alles ein. Wie jetzt ist das denn hier gerade? So, hoch hier. Es kriegen wir schon gar nicht mehr. Okay. Das ging doch relativ souverän. Station 103 erhalten, okay. Ach nee, Mist, hier muss ich ja lang. Boing. So, kleiner Sonic. Was hat der Kleine mit Rouge zu schaffen? Rouge, einfach bombig. Rouge wirft mit Bomben. Pass auf und erreiche das Ziel vor Ablauf der Zeit. Rouge ist jetzt echt nicht nett. Gut. Kannst du meinen Bomben ausweichen und das Ziel erreichen kann? Rouge versucht es mit Bomben aufzuhalten. So. Hui, das ist cool gemacht. Wer nicht so ganz genau weiß, wo Rouge das erste Mal vorkam, das war in Sonic Adventure 2 und sie war halt auch fester Bestandteil der Serie Sonic X. Ach, okay, da hätte ich einfach. Okay, das war dämlich. Nochmal. Hat nicht so ganz geklappt, Umschau. Das war jetzt auch gerade blöd gemacht von mir. Bereitet sich gut was vor, habe ich das Gefühl. Natürlich mitten reingelandet. Natürlich nicht geschafft, richtig zu landen. Oh, jetzt. Wow! So. Es wird schon mal nicht mehr. Übrigens, Rouge ist eine Diebin mit einer Schwäche für Edelsteine. Weil ich mich frage, warum die Herzbomben nach mir wirft. Oh, man konnte sie dann so treffen.
Okay. Kam halt in Sonic Adventure das erste Mal, Sonic Adventure 2 das erste Mal vor, war da sogar spielbar. Gehörte quasi zur bösen Kampagne. Right there, right on. Das kenne ich gar nicht. Ja gut, komm. Doppelgänger rein, aber dann schauen wir mal, was ist denn right there, right on? Right on, so. Kenn ich das? Klingt auf jeden Fall cool. Nimm mal. Relativ fremd vor. Roboter hier. Ah, ein Skateboard. Man muss auch auf dem Ding landen. Wow! What the heck? Achso, hier kommt man dann weiter. Okay. Dann halt ohne Skateboard. Aber die Musik finde ich jetzt nicht so gut im Endeffekt. Aua. Voll erhöht. So, weiter im Text. Ich muss mal nachschauen, aus welchem Spiel dieses Lied ist. Was soll ich denn dagegen machen, bitte? Wie unfair war das denn? Gerade knapp, der Doppelgänger kommt näher. Gerade noch so ein B. Naja, geschafft ist geschafft. Du kommst wieder. Sollte vielleicht trotzdem hochgehen. Leute, ich einfach mal, das Ding kommt garantiert irgendeinen Weg entlang. Das ist nur eine Frage der Zeit. So, Illustration 104 erhalten, geht doch. Rasanter Spaß, feine Schießen bewegen sich schnell. Toll. Das liebe ich ja nicht. Dann geht's doch noch. Ja.
Also das Level auf jeden Fall zumindest mit vielen Elementen sehr gut aus dem Sonic Adventure 2 übernommen. Da muss ich ja sagen, bin ich so ein kleiner Fanboy von gewesen. Ich glaube, da hatte jeder so seine Lieblingsspiele, also zu der Zeit. Und vor allem hatte das einen extrem langen Spiel, wo die Story sehr schnell durch war, durch ein Feature. Es nannte sich der Chao-Garten. Man konnte quasi so ein bisschen Tamagotchi-mäßig Chaos aufziehen. Und ja. Wer sich nicht so auskennt, schau es in diese komischen blauen Dinge, die wir bei den Cream-Level sammeln mussten. So, geschafft. Das war einfacher als gedacht. So. Lead in New Venture, das ist doch aus Sonic Rush Adventure. Okay, dann weiß ich, was ich als nächstes anmache. Guck mal, diese Umwege, die man hier laufen muss, um da zurückzukommen. Das ist es. Da ging es übrigens sehr viel auch darum, mit Schiffen und sowas zu fahren. Also, war ein sehr eigenartiges Spiel, aber gut. Komm, nehmen wir nochmal. Doppelgängerrennen. Hast du so gar nicht? Der durchsichtige Sonic ist ein Doppelgänger, Sonic! Du musst das Ziel von einem Doppelgänger erreichen! Nicht das Problem. Nicht geschafft drauf zu kommen, aber hier. Ja, das erinnert mich einfach immer so sehr an dieses Spiel, an die anderen. Wenn ich irgendwelche Soundtracks aus den Spielen hier nehmen kann, mache ich es immer sehr gerne. Also Sonic Rush Adventure hatte so ein, ich sag mal, Karibik-Feeling dabei. Ah nein, nicht mehr geschafft reinzukommen. Wow! Ich würde sagen, der ist da vorne. So, jetzt mal ordentlich Turbo. Das wäre jetzt dämlich von mir. Nein! Okay, neu. Also nicht neu, aber von hier aus neu. Kommt wahrscheinlich gleich auch wieder der... Ja, er kommt. Ja, der olle Laster. Weil der hier etwas spektakulärer ist als in Sonic Adventure 2 noch. Das war quasi das allererste Level aus Sonic Adventure 2, dieses Spiel. Also dieses, was wir hier gerade haben, nur in etwas weniger rasant und spektakulär.
weiß, dass hier schon viel gemacht hat. Es haben wirklich einen Wiedererkennungswert mit drin und... Das mir gefällt. Ich weiß, das habe ich auch schon tausendmal gesagt, aber so ist es. Okay, knappes B. Ist in Ordnung. Oder mein Schnitt. Da hoffe ich erstmal, ihr habt Spaß im Let's Play, während ich sich gerade das Ding einfärbt. Lasst konstruktive Kritik, vielleicht ein Däumchen nach oben da, wenn es euch soweit gefällt. Und wir sehen uns mal wieder. Bis dahin. Cheerio!